Das Gesetz, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, von der Bundesregierung verabschiedet, ist ein Paradigmenwechsel in unserer Art, wie wir auf Fachkräfte auch außerhalb der Europäischen Union zugehen wollen. Wir haben Fachkräftemangel und insofern haben wir ein Interesse daran, gute Fachkräfte zu bekommen. Und dafür braucht man Abläufe, die auch vernünftig sind und die deutlich machen, dass Deutschland daran interessiert ist, dass Menschen zu uns kommen, die bestimmte Arbeiten verrichten, die sonst niemand verrichtet. Das schließt ein, dass wir natürlich unser inländisches Arbeitspotenzial auch voll ausreizen wollen. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen und Gesetzen, die allen Menschen in Deutschland eine Chance geben, auch wirklich erwerbs- und berufstätig zu sein. Wir verbessern die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Blick auf die Frauenerwerbstätigkeit, aber nichtsdestotrotz bleibt ein großer Fachkräftemangel da. Und der Gipfel heute hat im Grunde gezeigt, dass wir zusammenarbeiten müssen zwischen der Wirtschaft, zwischen den Gewerkschaften und der Bundesregierung und den Ländern. Es waren auch Ländervertreter da, stellvertretend für die 16 Bundesländer, denn jeder hat seine Rolle. Und wir sind natürlich auf ein reibungsloses Miteinander sozusagen der Visa-Beantragungsstellen mit den Ausländerbehörden und der Bundesagentur für Arbeit angewiesen. Auf jeden Fall ist das wirklich Wichtige, dass wir in den Drittländern als ein weltoffenes, als ein interessiertes Land rüberkommen. Denn es ist nicht so, dass nur wir auf der Welt Fachkräfte suchen, sondern dass es einen großen Wettbewerb in diesem Bereich gibt. Das heißt, wir müssen auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten und auch ein attraktives gesellschaftliches Umfeld. Deshalb haben auch die Fragen der Integration, die Fragen der Arbeitsbedingungen heute eine Rolle gespielt. Ich kann nur berichten, dass alle, die heute an diesem Treffen teilgenommen haben, den Willen haben, dieses Gesetz in seiner Umsetzung zu einem Erfolg zu machen. Und so werden wir diese Arbeit auch wirklich gut schaffen können. Das war heute ein spektakulär unspektakuläres Treffen. Und das erste Mal waren sich alle einig, dass wir Einwanderung brauchen und dass es nur darum geht, wie wir das möglichst gut organisieren können. Das symbolisiert sich mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das wir hier besprochen haben und dessen Umsetzung wir hier besprechen. Trotzdem glaube ich, dass das ein ganz weitreichender Schritt ist in der Geschichte Deutschlands. Wir akzeptieren, Einwanderungsland zu sein und wir gehen damit mit pragmatischer Vernunft um. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man zu einem sagen kann. Dass wir alles dafür tun müssen, angesichts der wachsenden Herausforderungen für das Wachstum unserer Wirtschaft, den großen Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf dafür Sorge zu tragen, dass es genügend geeignete Arbeitskräfte gibt, ist eine neue Erkenntnis, die aber wichtig ist. Das werden wir schaffen, indem wir alles dafür tun, dass Frauen und Ältere bessere Beschäftigungschancen in unserem Land haben, dass wir die Chancen der Europäischen Union nutzen. Aber es geht eben auch um Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland. Vieles von dem, was jetzt hier zugrunde gelegt ist, ist gut erprobt. Ich greife mal ein Beispiel heraus, die 3+2-Regelung, was Auszubildende betrifft. Und deshalb haben auch viele Zutrauen gewonnen und sind jetzt bereit, miteinander darüber zu sprechen, wie kriegen wir das hin, sodass das eine gute Sache wird für diejenigen, die in Zukunft in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt tätig sind, für die Unternehmen, aber auch für unsere Gesellschaft. Und dass das gelingen kann als gemeinsame Überzeugung, das ist wahrscheinlich das Besondere des heutigen Treffens. Die Arbeitslosigkeit geht ständig zurück, trotz einer mäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Dies hängt auch mit demografischen Faktoren zusammen. Und es ist überall spürbar in ganz vielen Bereichen, dass wir mehr Wirtschaftswachstum haben könnten, wenn genügend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stünden. Wir haben uns vorgenommen, die Herausforderung gemeinsam zu stemmen. Wir haben für jedes Ministerium die Verantwortlichkeiten definiert, also beispielsweise Visum- und Anerkennungsverfahren in erster Linie in der Zuständigkeit von Innenministerium und Auswärtigem Amt. Aber es gibt darüber hinaus eine große Zahl von Fragen, die geklärt werden müssen. Wir haben als Bundeswirtschaftsministerium federführend die Strategie der Bundesregierung zur gezielten Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten erarbeitet. Und wir wollen innovative Wege gehen, damit wir die geeigneten
und die dringend benötigten Fachkräfte nicht nur finden, sondern auch möglichst unbürokratisch an ihren neuen Arbeitsort bringen können. Wir erproben derzeit ganz konkret, wie wir Fachkräfte aus ausgewählten Partnerländern gezielt für den Bedarf der beteiligten Unternehmen gewinnen können. Wir haben uns geeinigt auf Pilotprojekte zusammen mit der Wirtschaft, mit den einzelnen Kammern, mit dem DIHK und mit der BDA. Wir werden diese Pilotprojekte beispielsweise in Brasilien, in Indien und in Vietnam beginnen. Und die Erfahrungen, die gemacht werden, werden einfließen in die weitere Etablierung des Systems. Und das gilt, um ganz praktische Fragen zu lösen. Zum Beispiel die Frage, wie ist das mit der Visumserteilung, der Visaerteilung? Das wird zukünftig einfacher sein, zumindest in den Ländern, in denen es Partnerschaftsabkommen gibt, die die Bundesagentur für Arbeit verhandelt. Und der Außenminister Heiko Maas hat heute deutlich gemacht, dass massiv auch Kapazitäten für die Visumsbearbeitung, Erteilung aufgestockt werden. Sogar eine eigene Dienststelle als nachgeordnete Behörde hier im Inland geschaffen wird, die die Auslandsvertretung bei der Visumserteilung unterstützt. Zweitens, es geht um die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen. Wir haben ja mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz über Akademiker hinaus vor allem die beruflich Qualifizierten im Blick. Nun ist es aber nicht so, dass überall auf der Welt unsere Art der Ausbildung betrieben wird, sodass wir relativ zügig und rasch Anerkennung betreiben müssen. Die muss übrigens nicht erst im Ausland betrieben werden, die kann auch hier betrieben werden, wenn ein Arbeitsvertrag vorliegt. Und drittens das große Thema der Sprache. Das machen wir nicht auf dem höchsten Germanistikniveau, aber wichtig ist, dass man in der Wirtschaft und in der Gesellschaft zurechtkommt. Deshalb war es heute auch wichtig, dass wir im Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften uns auch dazu bekannt haben, dass wir nicht nur damit rechnen, dass da Fachkräfte kommen, sondern es sind Menschen. Und deshalb muss Integration mitgedacht werden. Es ist heute ein wichtiger Beitrag, damit wir ab 1. März aufwachsen, dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Leben erfüllen und dafür sorgen, dass das Ganze gelingt. Man muss ja mit beiden Seiten immer, den einen zu kurz, zu wenig, zu spät, den anderen Horrormeldungen, wer da alles kommt. Ich glaube, es ist ein Stück gemeinsamer Vernunft. Ich behaupte, dass wir gemeinsam mit diesen Verhandlungen eines der modernsten Fachkräfteeinwanderungsgesetze geschaffen haben, weil wir uns andere Erfahrungen auch angeguckt haben. Wir haben uns nicht mit ideologischen Debatten oder dem Aufbau neuer Bürokratie aufgehalten, sondern die Dinge angepackt. So, und jetzt muss keiner die Sorge haben, dass uns die Bude eingerannt wird, sondern wir werden uns bemühen müssen, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Auch ich betone, dass es nicht um eine Einwanderung in Sozialsysteme, sondern in den Arbeitsmarkt geht. Wir müssen hier klar unterscheiden, das, was wir an Fachkräfteeinwanderung organisieren werden an diesem Punkt. Deshalb sage ich mal, dass alle rechtspopulistischen Stimmungsmacher Unrecht haben, nicht begreifen, worum es geht. Und dafür werbe ich auch, und wir Seite an Seite, für Offenheit und Verständnis. Lassen Sie sich keine Angst machen. Wir müssen mehr Angst haben, die Fachkräfte in Deutschland nicht zu besetzen. Das würde unseren Wohlstand gefährden. Das ist ein Risiko für unser Land. Deshalb nochmal vorrangig Inland, ergänzend Fachkräfteeinwanderung, klare Regeln. Falls es Fehlentwicklung geben sollte, auch gibt es Notfallhebel. Die brauchen wir aber nicht, weil das wirklich gut vorbereitet ist zwischen allen Beteiligten. Auch das hat die Runde heute bestätigt.